Nächster Redner, Gerhard Dörfler von der FPÖ Kärnten. Geschätzter Herr Präsident, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute Österreich beobachten, wenn wir Weihnachten, wieder einmal nicht weiße Weihnachten, dann wissen wir, dass der Klimawandel ständig uns umgibt und dass es höchsten Handlungsbedarf gibt. Wie ist die Situation? Wenn wir allein denken, dass 70.000 Tonnen Müll aus Rom kommend über 1.100 Kilometer nach Wien transportiert werden, um hier verbrannt zu werden, dann muss man sich fragen, welche Umweltpolitik macht Europa oder unser Nachbar Italien. Wenn wir wissen, dass ein Zehntel Chinas von einer Smogglocke überfrachtet ist, wenn die amerikanische Botschaft laut ORF-Teletext eine Feinstaubbelastung in Peking von 200 Mikrogramm Feinstaub hat, das ist das Achtfache des WHO-Richtwertes, oder wenn in einer chinesischen Hafenstadt 400 Mikrogramm Feinstaubbelastung vorhanden sind, dann ist das ein dramatisches Zeichen. Und natürlich ist auch die wirtschaftliche Verlagerung, die Deindustrialisierung Europas und anderer Regionen dieser Welt an diesem Prozess beteiligt. Wir brauchen mehr Regionalität der Wirtschaft, wir brauchen mehr europäische Wirtschaft und weniger Giganten, die zu Lasten der Umwelt und damit zu Lasten der Lebensqualität der Menschen und der Zukunft der Mutter Erde ihre Wirtschafts- und Standortpolitik macht. Aktuelles Beispiel: Wo investiert die First in den USA? Natürlich sind die Standortkosten dort wesentlich besser, natürlich sind die Umweltauflagen wesentlich geringer und die Energiekosten wesentlich geringer. Lenzig hat auch angekündigt, nicht in Österreich zu investieren, sondern auch dort zu investieren, wo wieder einmal mehr die Umweltstandards niedriger sind, die Löhne geringer sind, die Sozialleistungen schlechter sind als in Österreich oder in Europa. Und daher ist schon auch notwendig und klar, dass eine Regionalisierung der Wirtschaft ein wichtiger Teil auch ist, dass wir hier einen richtigen Weg in die Zukunft finden und nicht so wie China vorwiegend von Kohle produzierte Wirtschaftsmotoren, die Europa mit ihren Konsumartikeln überschwemmen. Gehen Sie einmal auf den Wiener Weihnachtsmarkt. Ich habe für meinen Enkelsohn Simon ein Spielzeug gekauft. Einen VW Doppelpritsche, die Alten unter uns kennen ihn noch, ein legendäres Fahrzeug. Und ich habe versucht, ein Auto zu finden, das nicht aus China kommt. Ich habe keines gefunden. Es ist traurig, dass wir nicht in der Lage sind, unser Weihnachtsgeschenk in Europa selbst zu produzieren. Da möchte ich schon auch aufrufen, dass wir alle am Thema Klimaschutz beteiligt sind und dass Weihnachten vielleicht wieder europäisch oder österreichischer werden sollten. Das wäre schon auch ein dringendes Anliegen, dass wir hier versuchen, im Zusammenspiel mit Klima, mit Transit, mit Auswirkungen der Produktion und mit Auswirkungen des gigantischen Transitverkehrs hier einen Umkehrschub zu schaffen. Schauen wir uns die aktuelle Dieselaffäre an. Das ist ein Betrug auf höchster Ebene. Schauen wir uns einmal die Automobilhersteller insgesamt an. Das, was sie uns an Treibstoffverbrauch im Prospekt versprechen, ist in der Praxis überhaupt nicht erreichbar. Außer du fährst 70 Kilometer statt 100 Kilometer, dann wirst du diesen Treibstoffverbrauch haben, den dir die Automobilhersteller in ihren Prospekten unterjubeln. Dann ist vielleicht noch ein Thema, das ich für sehr wichtig halte, das Thema Mobilität insgesamt, Herr Umweltminister. Es ist äußerst erfreulich, dass in den letzten Jahren die ÖBB massiv den Standort Österreich aufgewertet hat. Was wurde? Die Südachse bekämpft. Daher in Bröll wollte keinen Semmering-Basistunnel, den Kolbentunnel wollte man verhindern. Genau das ist eine der großen Zukunftsverkehrsinvestitionen, dass die Bundeshauptstadt Wien mit Graz, mit Klagenfurt verbunden und Danzig mit Bologna, das heißt die ganze baltisch-adriatische Achse, tatsächlich eine massive Verbesserung der Transitverkehre zulasten der Straße, zugunsten der Schiene und zugunsten der Menschen bringen wird. Abgesehen davon wird auch die Vernetzung zwischen Arbeit und Leben in Österreich eine wesentlich attraktivere und umweltfreundlichere sein. Ich muss auch festhalten, dass die Aswinag zum Beispiel mit jedem zweirohrigen Tunnelprojekt Staub beseitigt hat, damit auch Umweltbelastungen, die sinnlos waren, bekämpft hat. Wenn ich allein an Kärnten denke, der Gräberntunnel auf der A2, der Katschberger- und Dauerntunnel, da haben wir 30, 40 Kilometer Staus gehabt im Sommer, die gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt noch der Karawankentunnel dran, das heißt, die Verkehre, die es gibt, die muss man auch entsprechend verflüssigen. Eine Riesenchance ist die Elektromobilität, Herr Bundesminister. Es ist wirklich erfreulich, dass es hier eine Offensive gibt. Wir in Kärnten haben sie vor Jahren gestartet. Wie du weißt, waren wir die einzige österreichische Region, die mit Mercedes eine Entwicklungspartnerschaft per Vertrag über 4 Jahre abgeschlossen hat. Das heißt, wir haben hier Pionierarbeit geleistet. Gestern haben wir mit dem Verkehrsminister gesprochen.
Leichtfried hat mir zugesagt, dass es im Jänner dazu ein Gespräch gibt, weil ich meine, dass wir auch grenzüberschreitende Elektromobilität ausbauen sollten. Graz-Marburg als einen Schwerpunkt, Klagenfurt-Laibach als einen Schwerpunkt, Villach, Udine als einen Schwerpunkt. Das heißt, Österreich könnte hier auch eine internationale Pionierrolle spielen, um die Elektromobilität grenzüberschreitend zu entwickeln und hier auch europäische Vorbildwirkung zu haben. Es wäre auch notwendig, dass wir wirklich die Haustankstelle, ich verstehe die Diskussion nicht, weil man glaubt, es muss jedes Auto öffentlich betankt werden. Wenn wir 15 bis 20 Kilometer Photovoltaik am Dach eines Einfamilienhauses haben, kann ich 15.000 Jahreskilometer für ein Elektroauto produzieren. Das heißt, in Wahrheit muss es ein Gesamtkonzept geben, das vor allem im ländlichen Raum die Menschen in der Lage sind, durch entsprechende Projektfördermaßnahmen und Projektkonzeptionen dafür Sorge zu tragen, dass der Mobilitätsstrom, der Treibstoff der Zukunft wirklich vom eigenen Haus kommt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die zum Teil zu sehr in den öffentlichen Raum verlagert wird. Wo steht das Auto am längsten? In der Nacht vorm Haus oder in der Garage? Und dort muss ich auch die Stromproduktion entsprechend forcieren. Zum Thema Europa hängt am fossilen Topf, schreibt hier eine Fachzeitschrift. Wie schaut die Situation aus derzeit? 99,4% der EU-28 Energieimporte stellten 2014 noch immer fossile Energieträger dar. Das heißt, Europa ist nach wie vor massiv von fossiler Energie abhängig. Und wenn man sich zum Beispiel auch die Pelletsproduktion anschaut, in Europa werden derzeit 20,3 Millionen Tonnen Pellets verbraucht. Davon werden 14,1 Millionen Tonnen in Europa produziert. Hauptproduzent ist Deutschland mit 2 Millionen Tonnen. Immerhin 6,2 Millionen Tonnen oder 30%, 30,5 ganz genau, werden hauptsächlich aus den USA importiert. Also ob das der Klimaschutz der Zukunft ist, das wage ich zu bezweifeln. In Kärnten wächst 1 Million Festmeter Holz zu. Das ist auch zu nützen. Ein Appell an die Grünen, dazu braucht man auch eine Motorsäge. Baumküssen wird nicht reichen. Wir müssen auch Baum ernten, um Biomasse zu haben. Weil das ist immer die Diskussion, wir müssen schon auch klar machen, dass eine Waldbewirtschaftung für die Biomasse, ich weiß, von was ich rede, Frau Abgeordnete, Frau Kollegin, ich habe in Klagenfurt einmal 44 Bäume gefällt, da haben die Grünen eine Protestaktion gestartet, ich habe aber über 100 wieder gepflanzt, das haben sie vergessen. Das heißt, man muss schon auch ein ehrliches Bekenntnis zur Biomasse abgeben. Es ist eine Riesenchance. Österreich ist auf gutem Wege. Wir müssen noch eines, der Alpentransit, eines der Hauptprobleme, wir haben jetzt sozusagen einen Ort importierten Umweltbelastungsfaktor Transit. Das heißt, der Semmering-Basistunnel, die Südachse und andere Projekte werden dazu beitragen, um diese Belastung. Und wenn es uns gelingt, die Wirtschaft wieder zu regionalisieren und damit auch Verkehre wieder regional zu verkürzen. Wir haben ja auch in Österreich so etwas wie eine nationale Globalisierung, dass die Arbeitsplätze in Zentren abwandern, dass die Angebote in Zentren abwandern, dass die Menschen sehr oft vom ländlichen Raum ins Zentrum ohne funktionierenden öffentlichen Verkehr auf das Auto angewiesen sind. Daher muss es auch eine Regionalisierung nicht nur der Lebensmittelproduktion, Herr Minister, geben, sondern vor allem auch eine Regionalisierung der Wirtschaft in Österreich, damit draußen am Land die Menschen dort Arbeit haben, wo sie wohnen und damit Verkehre auch verhindern und Umwelt schützen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Österreich Klimavorreiter sein wird. Es sei äußerst erfreulich, dass die ÖBB den Standort Österreich massiv aufgewertet habe, so Gerhard Dörfler von der FPÖ Kärnten. Leben und Arbeiten in Österreich werde durch die Verlagerung von Straßenverkehr auf die Schienen deutlich umweltfreundlicher.